So, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TKG Tödliche Schokolade. Ja, letzte Folge war ein bisschen Flaute, bisschen ja, wenig Neues. Ich würde aber gerade noch mal eben bei der netten Sekretärin vorbeischauen. Warte mal, kann man eigentlich. Mir ist doch die ganze Zeit aufgefallen. Kann man eigentlich sie auf die Kaffeekanne hinweisen? Ich sehe gerade, die Kaffeekanne ist leer. Ich setze mal schnell einen neuen auf. Okay. Mir ist ja vorher schon aufgefallen, dass sie die ganze Zeit zu viel Kaffee trinkt. Und ich habe jetzt gerade mal Pause genutzt, um mal ein bisschen hier rumzugucken. Und können wir. Wir können jetzt ins Büro gehen. Oha. Wenn wir hier irgendwas. Okay, da haben wir jetzt irgendwas, was wir machen können. Haben wir noch irgendwas anderes? Nee, nur hier. Was ist da? Ah, hier liegt der Brief. 100.000 Mark oder es gibt Tote. Da mache ich gleich mal eine Kopie fürs TKKG-Archiv. Auch gar nicht auffällig und so. Super. Okay. Oh, und wir haben noch ein Bild von Ach, uns das Foto selber, ist ja von Willi. furchtbar. Ich bitte Mutter mal, ein anderes rauszusuchen. Ach, Willi, so schlimm ist es nicht. Old English Fresh Mints. Old English Fresh Mints. Okay. Ah ja. Old und fresh. So kennt man's. Okay. Gut, jetzt haben wir hier den Erpresserbrief. Wenn wir jetzt nochmal zu ihr reingehen. Sitzt sie dann wieder Ja, da? ich hab's notiert. Herr Sauerlich wird sich dann morgen bei Ihnen melden. Auf Wiederhören. Gibt es schon was Okay. Neues? Ich meine, von den Erpressern. Ich möchte zu gerne wissen. Okay. So, also, wir haben jetzt den Erpresserbrief. Der Erpresserbrief ist bei meinem Vater im Büro. Pass auf, er liegt in Ah. der Schublade des Schrankes neben seinem Schreibtisch. Könntest du Fingerabdrücke nehmen? Vielleicht bringt uns das ja weiter. Ich werde mich um den Erpresserbrief kümmern. Und ich nehme Fingerabdrücke von allen Verdächtigen. Das dürfte ja kein Problem sein. Was ist denn da Okay. drüben Oh. los? Keine Ahnung, aber ich beobachte die Wohnung laufend. Seit neuestem hält sich tagsüber niemand mehr in der Wohnung auf. Dafür herrscht dort abends umso mehr Geschäftigkeit. Okay. Irgendeiner zieht da um. Warum zieht da jemand um? Also scheint es zumindest. Gibt es schon was Neues? Ich meine, von den Erpressern. Nein, ich habe nichts gehört. Eine schlimme Sache ist das. Dein armer Okay, sie sagt Vater. immer noch dieselben Sachen. Gott sei Dank hat es noch keine Vergifteten gegeben, oder? Doch. Fred, mein halbzahmes Eichhörnchen hat's erwischt. Ich hab's blöderweise mit der Schokolade gefüttert. Oh, das ist ja scheußlich. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja. Aha. Müssen wir jetzt irgendwas machen für die Fingerabdrücke oder wie schaut es?
Okay. Wo auch immer der die ganze Zeit ist, irgendwo ist er doch. Bug X heißt das Zeug also, das Fred umgebracht hat. Sowas wird normalerweise eingesetzt, um Käfer zu killen. Aber es ist eben leider auch giftig für Säugetiere, wie Eichhörnchen und Menschen. Wir sollten wirklich versuchen, mehr über das Zeug rauszubekommen. Das wissen wir doch jetzt schon. Warte mal, wenn ich jetzt mit Tim zu Karl gehe... Bug-Ex, ein Gift, das man in jedem Gartencenter kriegt. Ja, okay. Täter Nummer 2 okay, macht es uns schwerer als Max. Fehler. Wir müssen die anderen Spuren verfolgen. Die Fingerabdrücke vom Erpresserbrief mit denen der Verdächtigen vergleichen. Und wir sollten rausfinden, wie der Verbrecher an Blenders Maschinen kam. Jetzt tut sich da drüben aber was. Da bereitet jemand seinen Abgang vor. Du sagst es. Ja, da bereitet jemand seinen Abgang vor. Wenn ich jetzt mit Gabi noch da reingehe und mir das anschaue. Dort drüben wohnt jemand, der etwas zu verbergen hat. Da bin ich ganz sicher. Okay. Haben Sie schon etwas Neues? Wer könnte dies? Sagt Ihnen der Name Bug-Ex etwas? Okay. Wo kriegt man denn so ein... Ja. Wie bist du eigentlich zu diesem Job hier gekommen? Okay, jetzt ist hier niemand mehr. Julia. Was ist mit Julia? Wo ist Julia? Warte mal, ist sie... Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte mich für einen Ferienjob als Caddy bewerben. Tut mir leid, die Jobs sind alle vergeben. Versuche es im nächsten Frühjahr wieder. Julia ist irgendwohin. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte zu meinem Vater, Herrn Sauerlich. Der ist bei Ihnen auf dem Green. Das kann jeder behaupten. Wie ist denn seine Mitgliedsnummer? Okay, zwei. Ist sie jetzt da drin? Eins. Eins. Zwei. Alles klar, komm rein. Oh ja. Hättest du Max Port so ein Verbrechen zugetraut? Dass der nicht ganz dicht ist, habe ich mir schon gedacht. Aber Schokolade vergiften, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Okay, jetzt müssen wir Sie aber auch noch die andere Sache fragen. Das heißt, müssen wir wieder hier rein. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte zu meinem Vater, Herrn Sauerlich. Der ist bei Ihnen auf dem Green. Das kann jeder behaupten. Wie ist denn seine Mitgliedsnummer? Wie hat das immer zwei. So? Wie ist denn seine Mitgliedsnummer? Eins. Zwei. Alles klar. Komm rein. Meinst du, der zweite Erpresser kommt auch aus dem Golfclub? Glaub ich nicht. Das wäre ein zu großer Zufall. Okay, 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 okay. Die Kaffeekanne ist leer. Bin gleich wieder da. Okay, dann kann ich jetzt mit Tim noch irgendwas... Okay, mit ihm kann ich da aber gar nicht rein. Und ich kann dann aber auch nichts anderes mehr hier tun, wenn sie weggegangen ist. Das ist ja suboptimal. Aber er ist immer noch da. Ich habe gesagt, ich will dich hier nicht mehr sehen. Raus! Aber dass wir jetzt mit dem Herrn Sauerlich nicht über den Blender sprechen können, das ist ein bisschen... Jim, grüß dich.
Willi ist unterwegs. Kann ich etwas für dich tun? Hätten Sie einen Augenblick Zeit, Herr Sauerlich? Herr Sauerlich, oder? Kennen Sie jemanden, der Käfergift benutzt? Ja, aber das erste ist auch wieder nur irgend... Also da kommen wir, glaube ich, auch nicht wirklich weiter damit. So, und wenn ich ihn jetzt frage, dann fängt er wieder an, da zu erzählen. Würdest du selbst gesammelte Pilze essen? Klar, denn meine Mutter kennt sich sehr gut aus. Sie hilft jeden Herbst in der Verbraucherberatung, wo Leute sich die gesammelten Pilze prüfen lassen können. Aha. Hilft aber auch nicht wirklich weiter. Wo kriegt man denn so ein... Ist das Fußvorsorgezeugs denn auch für... Wenn ich jetzt mit seinem Vater nochmal spreche, also jetzt mit unserem Vater. Weißt du, wo Bertha steckt, Vater? Ich könnte eine Kleinigkeit zu essen ver... Vater, sag mal, was fällt dir zu Bug X ein? Nee. Oder es gibt Tote, weitere Anweisungen folgen. Naja. Aber inwiefern und wie finden wir die weiteren Anweisungen? Oder sollen wir die überhaupt finden? Gestern waren Leute vom Fernsehen hier. Sie drehen einen Bericht über die Heimatstadt der Wild Girls. Verrückt. Ja, wissen wir auch schon. Wissen Sie, auf welchem Sender das laufen wird? Das würde ich mir gerne anschauen. Nee, keine Ahnung. Ich finde dieses ganze Theater um diese Mädchen reichlich übertrieben. Und mit ihm kriegen wir aber auch nichts Neues mehr raus, ne? Hier beim Herrn Blender. Ah, warte mal. Muss ich vielleicht mit ihm jetzt hier auch zu der Frau gehen und sie darauf hinweisen? Schon wieder leer? Ich setz schnell neuen auf. Warte mal. Ah, okay. Ach, genau wie Willi es gesagt hat. Der Erpresserbrief. Dann werde ich mich mal ans Werk machen. Sehr gut. Und einen Kontrollabdruck von Herrn Sauerlich. Den nehme ich am besten von der Bonbon-Dose. Unser Kloß als Tennis-Crack. Lustig. So. Okay, kann ich jetzt die Leute darauf ansprechen? Ah, okay. Da ist doch sicher ein guter Fingerabdruck zu holen. Perfekt. Okay, nice. Ui. So, und bei ihr jetzt wahrscheinlich auch. Ah, ich glaube, ich muss sie jetzt mit dem Kaffee weglocken, damit ich ihnen vom Telefon oder so einen Abdruck machen kann. Diese Mistviecher. Okay. Entspannen Sie sich. Hier wird so, wirklich dann viel mal Kaffee dafür getrunken. Ja. Ich mach schnell neun. Scheint so. Perfekt. Ja, genau. Ein Fingerabdruck von Frau Klove an der Kaffeetasse. Nice. Soll oder kann ich bei ihm auch einen nehmen? Nee, ich glaube, er ist gar nicht relevant, oder?
Ich brauche etwas, um meinen Computer zu reinigen. Ist reiner Alkohol da das Richtige? Ich kenne mich mit Computern nicht aus, aber versuch es doch einfach. Bei allen Arten von Fettflecken klappt es auf jeden Fall. Okay, ich nehme dieses Fläschchen. Sehr gut. Nice. Wird der Wirkstoff, der in der vergifteten Schokolade war, dieses Phosphorsäureester, nicht auch als Insekt... Okay, okay, okay. Und jetzt noch zu Tom. Kann ich die mal ausleihen? Meine Oma hat mich gebeten, ihre Hecke zu schneiden. Klar, nimm sie mit, aber... Wiedersehen macht Freude. Ja. Jetzt lasst uns mal gucken, welcher der Verdächtigen den Brief in den Fingern gehabt hat. Ich habe alles für den Vergleich vorbereitet. Wie gut, Oscar. Okay. So. Da haben wir... Herr Sag mal, spinnst du? Mein Vater bei den Verdächtigen? Der Abdruck muss sein. Denk mal scharf nach, warum. Ah, als Kontrollabdruck. Verstehe. Er hatte den Brief natürlich in der Hand, als er ihn gelesen hat. Und wirklich, der linke Abdruck ist von meinem Vater. Okay, okay, okay. Sehr gut. Und der da? Tom Hoffmann. Ja, das ist ein ganz schön krasser Abdruck. Welcher ist der andere? Er sieht schon ein bisschen komisch aus, der Abdruck. Das sieht eher nach Klößchen aus, hey, ne? Hey, Willi, dein Abdruck ist ja auf dem Brief. Ich weiß zwar, dass du seit längerem versuchst, mehr Taschengeld zu bekommen, aber dass du zu so extremen Mitteln greifen würdest, hätte ich nicht gedacht. So ein Quatsch, Tim. Ich habe den Brief doch in der Hand gehabt, als ich die Kopie fürs Archiv gemacht habe. Willi und Herr Sauerlich, mir scheint deine Beschriftung Täterabdrücke war etwas voreilig. Das hat uns nicht weitergebracht. Doch, denn jetzt wissen wir, der Täter hat Handschuhe getragen. Wir haben es mit einem echten Profi zu tun. Okay, okay, okay. Haben Sie schon einen Verdacht? Wer könnte diesmal der Giftmischer sein? Sagt Ihnen der Name Bug-Ex etwas? Und warum hat er die ganze Zeit diese eine Hand in der Tasche? Könnte das auch was bedeuten? Der Täter hat Handschuhe getragen. Der Täter hat Handschuhe getragen. Warte mal, wenn wir jetzt nochmal einen Blick darüber werfen. Jetzt tut sich da drüben aber was. Da bereitet jemand seinen Abgang vor. Du sagst es. Nee. Handschuhe getragen. Da hat jemand Handschuhe getragen. Wie bist du eigentlich zu diesem Job? Wo kaufst du Pflanzenschutz? Nee. Wo kriegt man denn so ein... Ist dies Phosphorsäurezeug? Lass uns doch mal im Internet nach dem Gift gucken. Du sagst doch immer, dass man dort Infos über alles kriegt. Sehr gut. Juhu. Wie hieß das Zeug noch? Bug-Ex? Ich gebe das mal ein. Aha, zwei Einträge. Tiefst Chemie AG, Bug-Ex der Problemlöser und pchemical.com, Bug-Ex. Bug-Ex, eine Studie zu den Wirkungswerten von Phosphorsäureestern. Click me. Klicken wir mal.
Wir haben uns vielleicht ein. Wie immer im Internet, ne? Lässt man sich immer sehr leicht abbringen von allem. Okay, schauen wir mal hier. Thieves Chemie Products Bug Eggs. Chemie für eine bessere Welt. So, okay. Das ist Werbung für den völlig harmlosen Käfertod. Völlig harmlos, dass ich nicht lache. Was bedeuten die Unterstreichungen im Text? Das sind sogenannte Hyperlinks, sozusagen Querverweise. Wenn man da hinklickt, kommt man auf eine andere Seite im Netz. Man erhält dann mehr Informationen speziell zu diesem Thema. Okay, dann schauen wir mal. Führende Chemiker. Hier wird es wissenschaftlich. Bug X, eine Studie zu den Wirkungsschwellenwerten von Phosphorsäureestern. Hier speziell Parathion von Dr. Clover. Hört. Zurzeit sind in Deutschland 2400 Pestizide zugelassen. Die meisten dieser Schädlingsbekämpfungsmittel sind nur wenig giftig. Die sogenannte LD50 liegt bei diesen Mitteln bei 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht des Versuchstieres. Die LD50 ist die für die Hälfte, also für 50% der Versuchstiere tödliche Dosis eines Giftes. Eine erfreuliche Ausnahme stellt das neue Präparat Bug-X aus dem Hause Tiefstchemie dar. Hier liegt die letale Dosis bei nur 0,1 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Bug-X ist also viel giftiger als alle vergleichbaren Mittel. Da aber Bug-X in seiner heute vorliegenden Form von der Gattung der Bücherbohrer erkannt und gemieden wird, gibt es hier einen erheblichen Forschungsbedarf. Ich sehe es als meine wichtigste Aufgabe für die nächsten 5 Jahre an, das Wirkungsspektrum von Bug-X auf die Gattung Bücherbohrer auszudehnen. Okay. Aber auch verschickt, dass sie so ein richtig vorwärts-rückwärts Ding eingebaut haben. Dass man hier richtig in den Seiten zurückspringen kann. Hätte ich jetzt so tatsächlich nicht erwartet. Ach, das hatten wir ja gerade schon. Okay. Ich habe das Gefühl, das könnte was mit unserem Fall zu tun haben. Meine Mutter hat jetzt drüben eine blonde Frau mit Brille gesehen. Aha. Ja, dann fragen wir doch mal die blonde Frau mit Brille. Ich möchte zu Herrn Sauerlich. Ist er da? Kennen Sie einen Chemiker namens Dr. Clover? Mein Vater und mein Großvater waren beide Chemiker. Mein Vater war sogar Professor. Unglaublich, wie oft ich hier Kaffee kochen muss. Bis gleich. Bis gleich. Können wir mal hier oben... Nee, jetzt können wir nicht mehr hin. Jetzt können wir... Wo ist denn hier die Wahlwiederholung? Das hier? Clover. Ja. Guten Tag, Frau Clover. Ja, wer spricht da? Hier spricht das Meinungsforschungsinstitut Infoplan. Wir machen eine Umfrage über Familienbeziehungen. Hätten Sie einen Augenblick Zeit für ein paar Fragen? Wenn es schnell geht, okay. Sie haben eine Schwester? Ja, und einen Bruder, ja. Ihre Schwester lebt bei Ihnen? Ja, nein, noch nicht. Aber in Kürze wird sie hier in die Nähe ziehen, auf einen Gutshof. Und wo liegt dieser Gutshof? Ich wüsste gern, was Sie das angeht. Wie heißt Ihr Institut? Sie stellen sehr merkwürdige Fragen. Auf Wiedersehen. Wollen wir noch irgendwas anderes drücken? Nee, ne? Okay. Okay, ein Gutshof. Irgendwo gibt es also einen Gutshof. Kommt man da irgendwo hin? Nee. Aber kann ich jetzt mit ihr nochmal sprechen darüber? Ich möchte zu Herrn Sauerlich. Kennen Sie einen Chemiker namens Dr. Clover? Nee, warte mal. Ich würde mal gerne die Bücher da hinten noch anschauen. Okay. Telegram.
Kann ich noch mit dir sprechen? Mein Name ist Christina Krug. Was kann ich für Sie tun? Oh, ich habe mich verwählt. Danke. Kein Problem. Auf Wiederhören. Wiederhören. Okay. Telekom-Auskunft. Pizza Blitzer, guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne wissen, ob Sie regelmäßig an eine Frau Klover liefern. Ja, Frau Klover von den Sauerlichwerken bestellt beinahe jeden Tag bei uns. Pizza Nummer 32. Okay. Meeresfrüchte und Ananas, stimmt's? Möchten Sie auch was bestellen? Nein, ich habe noch keinen Hunger. Auf Wiedersehen. Alles klar. Tschüss. Okay. Jetzt können wir quasi deren ganzen Anrufhistorie nachverfolgen, oder wie? Pizza. Besetzt. Okay, gehen wir jetzt einfach nochmal kurz rein und gucken mal, wie viel wir darüber rausfinden können. Keiner da. Besetzt. Okay. Aber ist die jetzt irgendwo unterwegs? Ich habe das Gefühl, das könnte was mit unserem Fall zu tun haben. Meine Mutter hat jetzt drüben eine blonde Frau mit Brille gesehen. Okay, und was sagt er, wenn die anderen dazu kommen und schauen? Dein Nachbar plant einen Umzug? Genau, Klößchen. Aber mittlerweile glaube ich, dass es eine Nachbarin ist. Okay, und was sagt Gabi dazu? Jetzt kann ich es auch erkennen. Dort drüben will jemand ausziehen. Genau, und ich denke, dieser jemand hat etwas mit unserem Fall zu tun. Okay. Toni Blender ist mir sehr suspekt. Er ist einfach zu perfekt. Stimmt, er opfert sich total für die Familie Sauerlich auf. Er arbeitet Tag und Nacht in der Fabrik. Nur hin und wieder vergiftet er in seinem Kleingarten mit Backecks ein paar Käfer und Schnecken. Oder spielt Handball mit Max Port, dem Sauerlich-Erpresser. Ja. Willst du etwa andeuten, die beiden könnten unter einer Decke stecken? Das hast du gesagt, Karl. Aber ich mache mir so meine Gedanken. Okay. Was redet er mit Klößchen? Oh, ich bin fast verhungert. Hast du was Süßes für mich? Ja, es gibt noch Marmorkuchen. Wird gleich geholt. Verbindlichsten Dank, Dr. Vierstein. Apropos Doktor. Dr. Klover. Ich wüsste zu gerne, wer den Bug-Ex-Artikel geschrieben hat. Vielleicht steckt mehr in Nina Klover, als man ihr auf den ersten Blick zutrauen würde. Vielleicht sollte Klößchen mal vorbeigehen und fragen. Oder können wir hier noch irgendwas machen? Ja, wir können halt bei den Erpresserbrief nochmal schauen, gell? Aber ist die Frage, ob uns das viel bringt. Das Foto ist ja furchtbar. Ich bitte Mutter mal ein anderes rauszusuchen. Ja, das hatten wir ja schon. Das hatten wir ja schon. Warte mal, wenn ich jetzt mit Karl... Oh, er ist gar nicht mehr da. Er ist gar nicht mehr da. Oh, eine Whiskyflasche. Interessant. Wo ist er denn jetzt hin? Der alte Schluri. Jim, grüß dich. Willi ist unterwegs. Kann ich etwas für dich tun? Hätten Sie einen Augenblick Zeit, Herr Sauerlich? Herr Sauerlich, kennen Sie jemanden, der Käfergift Nee, das nicht. Das nicht. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Haben Sie auch mal einen bärtigen Mann um die Villa Sauerlich schleichen sehen?
Ach, das ist es die Bertha? Ich wusste gar nicht, dass Sie an Ihrem freien Nachmittag spazieren gehen. Haben Sie auch... Ja, dann... Haben Sie... Ja. Ich meine... Nein, ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Ach, Bertha, hast du was damit zu tun? Ist ja schon irgendwie ein bisschen suspekt gerade. Ich wusste gar nicht, dass Sie an Ihrem freien Nachmittag spazieren gehen. Das tue ich normalerweise auch nicht. Aber heute bin ich hier verabredet. Mhm. Mit Herr Blender, weil der ist nämlich auch nicht in der Firma. Warte mal, wenn wir jetzt mit Löschen da mal hingehen. Bertha, du gehst hier spazieren? Ist Vater zu Hause? Bertha! Ja, Willi, ich war schon lange nicht mehr hier oben. Heute hatte ich Lust auf frische Luft. Okay, okay, okay. Ist Vater zu Hause? Als ich das Haus verließ, lief er nervös im Wohnzimmer auf und ab, aber das ist schon eine Weile her. Ob er jetzt noch da ist, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Okay, okay, okay. Jetzt ergeben sich wieder neue Sachen. Das war das genau das, was ich vorhin meinte, ne? Also das mit der Kaffeekanne und mit den Fingerabdrücken, das war so der eine Schritt quasi, der uns die nächsten möglichen Schritte, die wir jetzt hier machen können, ermöglicht hat. Also wir haben jetzt oben die Bertha, mit dem wir nochmal mit allen Leuten sprechen können. Der Herr Blender ist weg. Ja, wir haben jetzt auch noch nicht geguckt, was mit dem Tom ist. Wir haben auch noch nicht geguckt, was mit dem Apotheker ist. Also da sind jetzt ein paar neue Sachen entstanden, die auf jeden Fall sehr viel Potenzial beinhalten. Und da werden wir auf jeden Fall mal schauen, was da die nächsten Folgen noch auf uns zukommt. Jetzt langsam zieht es wieder an, es kribbelt überall. Ich freue mich. Dann, also bis zur nächsten Folge, wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin, euer Kai. Ciao. Ei, ei, ei. Jetzt zieht es tatsächlich noch mal ein bisschen an. Das ist echt spannend. Okay, gehen wir aber direkt weiter rein. Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TKKG Tödliche Schokolade. Letzte Folge hat noch mal ein bisschen angezogen. Wir haben einen kleinen Tipp gefunden. Na, also diesen kleinen Hinweis quasi mit dieser Kaffeekanne, dieser kleine unscheinbare Teil, der mir das ganze Spiel über aufgefallen ist, aber der eigentlich, ja, wo ich irgendwie dachte, dass es, also man konnte den anklicken, aber es sah für mich so aus, als wäre das einfach, als würde man die Frau Clover anklicken. Deswegen habe ich da nie so wirklich drauf reagiert. Aber ja, der hat uns jetzt hier nochmal ein bisschen neue Aktionen beschert. Mit Lucien haben wir jetzt gerade eben schon mit Bertha gesprochen, hier oben in der Burg. Und schauen wir mal, was sie denn so zu Tim zu sagen haben hat. Haben Sie auch mal einen bärtigen Mann um die Villa Sauerlich schleichen sehen? Ach, mit ihm haben wir ja schon mit ihr gesprochen. Stimmt, 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 stimmt. Machen Sie auch einen Spaziergang bei diesem schönen Wetter? Benutzen Sie Schädlingsbekämpfungsmittel? Oh. Hei, machen Sie auch einen Spaziergang? Ja, so kann man es ausdrücken. Oh Mann. Also auf Sie wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen als Verdächtige. Benutzen Sie Schädlingsbekämpfungsmittel? Ja, könnte man sagen. Ach, du Scheiße. Ich habe in der Küche eine Fliegenklatsche. Und im letzten Herbst hatten wir die Motten. Da habe ich Mottenkugeln in die Schränke gelegt. Dieses Spiel. Jetzt kann ich keinem mehr vertrauen. Was machen